Und damit hallo und willkommen zurück zu Stardew Valley. Ich bin der Dicke und es ist, ja, wie es ist. Penny steht ja schon wieder erwartungsvoll rum. Was ist da los? Nein, noch nicht. Aber darum soll es jetzt auch erstmal nicht gehen. Ich kümmere mich erstmal ums Wesentliche. Oh mein Gott, was ist denn jetzt? Puff. Hi, Reader. Punt. View. Quiet. Workout. Walking. Bla. Ja. Grüß dich, willkommen. Also heute Abend 7 Uhr mit einem Largemouth Bass bei Jody. Jetzt muss ich erst mal gucken, habe ich sowas? Oh, ich sehe gerade, Perch hätte ich gar nicht kaufen müssen, habe ich schon, verdammt. Smallmouth. Ich habe keinen Largemouth Bass. Oh, ich will jetzt nicht angeln gehen. Und vor allem, wenn ich da hingehe, ich meine, hä, darf ich dann Penny mitbringen? Oder wie ist denn das dann? Ich meine, wir sind verheiratet, Mann. Hier ist jetzt nicht mehr mit solo-mäßig unterwegs sein. Ich glaube, das würde sie mir auch übel nehmen, ja. Also ich würde es ihr übel nehmen, wenn sie hier so einfach mal so, hey, geh mal fett auf Party hier und du chillst hier rum. Nee, das ist blöd. So, warte mal, erstmal ein bisschen was weg jetzt hier. Ein bisschen aufräumen, wie sich hier das Inventar in letzter Zeit übelst schnell zumüllt, ne? Das ist der Wahnsinn. So, 1, 2, 3, 4. Zack, hier gibt es auch direkt. Ja, ja, alles klar, ich verstanden. Morgen ist das Ding. Robin fängt auch schon an, hier wie wild rumzubauen. Sehr schön. Oh, oh. Nicht gut. 2. 3. Wo ist das letzte? Hier. 4. Ziemlich blöd. Ich dachte, die gehen wieder in den Stall rein abends, aber offensichtlich haben sie das nicht getan. Warte mal. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Um Gottes Willen, Leute, das wird noch nicht. 11. 12, das ist das Baby, okay. Es fehlt nur eins. Was fehlt? Was fehlt? Was fehlt? Oh mein Gott. Ich weiß es nicht, ich sehe es nicht. Aber irgendwas fehlt. Vielleicht ist auch irgendjemand noch im Stall drin, wobei ist ja unwahrscheinlich, die Tür ist dazu. Oh mein Gott, das war echt ein epischer Fail. Da ich mal wieder voll ins Schwarze gegriffen. Es läuft, es läuft, es läuft. Gut, hilft ja nichts. Dann werden die jetzt heute wahrscheinlich auch keine Eier in den Stall gelegt haben. Wobei, wenn, dann würde mich das sehr wundern. Ist egal, erstmal kurz durchgeguckt jetzt hier. Hier gibt es auf jeden Fall Milch. Das ist schon mal schön. Eine große Goat Milk. Noch eine. Sehr nice. Okay. Die sind hier alle schon geliebt. Ach, verdammt. Da oben auch. Na? Es klappt nicht. Es klappt nicht. Okay. Taupe hat heute keine Milch für mich. Wie auch immer. Natürlich liegen hier keine Eier drin. Ah, verdammt. Das war doch blöd, war das. Naja. Und ich habe immer noch irgendjemanden nicht geknuddelt, glaube ich. Oder ich habe mich verzählt, aber das glaube ich nicht. Ich weiß es nicht. Der Mais ist reif. Ich kümmere mich um den Mais. Das war blöd jetzt. Echt. Nicht so cool. Nun gut, es ist halt die Frage, also ich weiß nicht, also entweder ich mache das Gehege halt deutlich größer,
Aber irgendwie müssen die umzäunt sein. Das ist sonst doof, glaube ich. Wobei, jetzt ist ja bald erstmal Winter und wenn dann der Winter ist, dann wird alles besser und ja, wir machen es erstmal so. Bleibt erstmal alles, wie es ist jetzt. Ich werde zusehen, die jetzt die letzten Herbsttage noch so gut wie möglich zu knuddeln und so weiter und dann im Winter quasi voll durchzustarten, was den Umbau des Geheges angeht und so weiter. Und jetzt gucken wir erstmal hier rein. Jetzt flackt hier erstmal das hier, kommt da rein. Dann haben wir hier noch Milch, Milch, Milch. Das kommt alles in die entsprechenden Verarbeitungsmaschinen. Zack und zack. Und dann hier so ein bisschen. Und dann kommt. Achso, Eier haben wir ja heute gar nicht. Verdammt. Das ist schon alles bitter. Das ist schon echt nicht schön. So. Gut, hilft ja nichts. Das hier rein. Jetzt könnte das auch wieder hier rein. Zack. Die Goat Milk können wir auf jeden Fall eine gleich mal beiseite räumen hier. Large Goat Milk. Und dann fehlt nicht mehr viel. Nur noch so ein bisschen Wolle und ich glaube Trüffel, oder? Schauen wir mal kurz rein. Animal Bundle. Large Goat Milk. Ich könnte es fertig machen. Large Goat Milk und Duck Egg. Das klingt gut. Das machen wir. Das machen wir auf jeden Fall. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Na klar. Cool. Warte mal. Spicy Eel. Das packe ich jetzt erstmal hier rein. Ja, warum nicht? So ein Goat Milk packe ich da auch mal mit rein. Und dann wird alles gut. So, pass auf, dann machen wir das jetzt so. Und zwar gucke ich mal kurz, was Sandy heute zum Geburtstag möchte. Daffodil, Sweet Pea und Krokus. Das heißt, ich gehe hier mal rein. Daffodil müssten wir irgendwo haben, bestimmt. Da, sehr schön. Ein Daffodil mitgenommen. Dann nehme ich die Large Goat Milk und mein Duck Egg. Und dann würde ich sagen, fahre ich erstmal fix in die Wüste. Duck Egg und Large Goat Milk. Und bringe das Geschenk vorbei zu Sandy. Yes. Und ich werde dann aber nicht lange in der Wüste verweilen, glaube ich. Das habe noch ein bisschen was zu tun. Zum einen natürlich das Bundle abschließen. Ja, das wird interessant. Bin gespannt, was das so wird. Aber hier oben die Würmer nehmen wir mit. Auf jeden Fall. Wer weiß, was so Wüstenwürmer alles bringen können hier. Ich würde dann auch bei Gelegenheit gerne mal wieder in die in Steinbruch gucken, ob da vielleicht schon irgendwas geht. Was Neues. Zack, Sandy, grüß dich. Ja. Eins nach dem anderen. So, kurz mal reingeguckt hier. Sandy, gleich mal zwei Herzen. Sauber. So, was haben wir? Rhabarber Seeds. Okay, naja, das haben wir ja eigentlich schon alles jetzt hier erledigt. Starfruit für den Sommer. Naja, alles zu seiner Zeit. Nicht schlecht, Geschenk überreicht. Und ich mache mich erstmal los. Warte mal, hier drüben gibt es noch was, das könnte ich noch mitnehmen. Was ist denn das? Ist das was zum Mitnehmen? Nee, ach, da wächst einfach nur ein Baum. Okay, hier gibt es noch Würmer. Die nehme ich auch auf jeden Fall mit. Zack. Hier noch so ein bisschen was eingesammelt. Und dann ist natürlich die Frage, probiere ich dann vielleicht mal noch einen Fisch zu fangen? Also so ein Großmaulbarsch. Ich weiß es nicht. Und gehe ich heute Abend zu dieser Einladung? Ich meine, ich will ja mit allen irgendwo Kumpel sein, ne? So. Wäre schon cool. Und ich glaube, wenn ich da hingehe, dann wird das auf jeden Fall positive Auswirkungen auf irgendeinen Freundschaftsstatus und so weiter haben. Pass auf, ich packe mir einfach mal die Angel ein. Sie hat mir jetzt natürlich auch übelst erklärt, wo ich das Ding dann tatsächlich fangen könnte, wenn ich es fangen wollte. Habe ich natürlich jetzt nicht gelesen. Wo, warte mal, wo sind jetzt die Köder? Habe ich keine Köder mehr? Ach so, die Köder hatte ich hier unten reingepackt, ne? Kurz mal reingeschnickt. Hier nicht, sondern hier. Ja, genau. Dann schnappe ich mir mal mein Pony. Kurz noch mal geguckt. Hier fehlt da immer noch irgendwo eins mit Herzchen, ne? Hier ist jeder glücklich. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Alles wird gut. Einmal aufs Pony drauf. Hier! Da, Kollege! Grüße dich. Alles klar. Letztes Hähnchen auch glücklich gemacht. Schön. Dann geht's jetzt erstmal zum Community Center. Da schließen wir eben das Bundle ab und das Gesamtpaket.
Ah, das ist auf jeden Fall schon mal ziemlich geil. Und danach werde ich ein bisschen angeln und gucken, ob ich nicht irgendwo vielleicht noch spontan so einen Barsch kriege. Und dann, ja, werden wir das einfach mal machen. Mal gucken. So, jetzt geht's erstmal hier hoch. Links rum. Ich glaube, das war hier. Nein, war das hier? Ich glaube, das war nicht hier. Ich glaube, das war das Bulletin-Ding. Nein, hier ist es, genau. Okay, das heißt einmal die Goat Milk da rein und das Duck Egg da rein. Bundle complete. Oh. Erstmal gespannt, was jetzt hier rauskommt. Reward. Eine Cheese Press. Okay. Sehr cool. Und jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Leute, das ist schön. Das freut mich. Das heißt, hier geht's direkt los. Zack. Und jetzt haben die das hier hübsch gemacht. Das ist toll. Und jetzt müsste hier auch direkt wieder jemand losrocken. Und den nächsten Stern hier oben hinbringen, oder? Nein, diesmal nicht. Schade. Okay. Nichtsdestotrotz, vielleicht kommt das dann auch was in der Animation, die jetzt dann nachts ist. Und dann müssen wir mal gucken. Warte mal. Barsch, Barsch. Ich bin am Überlegen. Wo fängt man am besten einen Barsch? Ich probiere es einfach mal hier. Ja. Na. Zack. Köder angelegt. Ein bisschen reingeflackt hier das Ding. Und schauen wir mal, was passiert. Komm. Zack, Hit. Okay, ein entspannter Fisch. Das freut mich. Ich habe schon lange nicht mehr geangelt, fällt mir gerade so auf, ne? Perfekt. Kleinmundbarsch. Ich brauche aber einen mit einem großen Mund. Aber wenn es hier diese kleinen Dingsbarsche gibt, dann gibt es hier bestimmt auch große. Oh, der sieht ein bisschen aufgeweckter aus. Das könnte tatsächlich ein etwas größerer Fisch sein. Salmon. Weiter geht's. Eieieiei. Nächster Biss. Wobei ich es vielleicht dann mal in dem Gewässer, in dem See unten probieren würde, glaube ich. Noch ein Salmon. New Record, pass auf, ich hau da mal ein bisschen weiter raus. Probieren wir es mal hier nochmal. Und ansonsten reite ich nochmal zum See runter. Ah, es ist ein bisschen anderes Fischverhalten hier. Es könnte tatsächlich ein anderer Fisch sein. Okay, also nicht einfach hier gerade. Um Gottes Willen. Tiger Trout. Okay. Was ist Trout? Ist das eine Tigerforelle? Gibt es eine Tigerforelle? Doch, ich glaube, Tigerforellen gibt es sogar. Okay. Nichtsdestotrotz, ich sattel hier mal eben auf. Und reite mal zu dem See runter. Ich weiß, sie hat es mir gesagt. Sie hat mir gesagt, wo es diesen Fisch gibt. Ja. Aber ich meine, es ist ja auch bald vorbei hier. Ich meine, wir haben es jetzt 5:20 Uhr. Ab 7 sollte ich da aufschlagen. Oh. Penny sitzt hier mit Maru auf der Bank. Okay. Auch schön. Es wird jetzt echt zeitlich echt ganz schön knapp. Ich probiere es mal hier, auch wenn ist das jetzt schon der See? Weiß nicht, hier geht der See offensichtlich in den Fluss über oder so. Hit. Okay. Ein Fangmuster, was wir bis jetzt heute noch nicht hatten, glaube ich. Chap. Weiter geht's. Oh, hier. Auch ein sehr aktiver Fisch. Sogar die Kiste mal mitgekriegt hier. Oh mein Gott. Jetzt habe ich gerade da oben auf Lea geguckt. Eieieiei. Alles wird gut, Leute. Alles wird gut. Ich habe das voll im Griff. Der wackelt ganz schön hart rum. Na, jetzt aber. Komm. Zack. Noch ein Tiger Trout. Und Kiste Aquamarin, Geode. Okay, sehr schön. Weiter geht's. Wir haben 6:10 Uhr. Oh, ich glaube, das wird nichts. Ich glaube, das wird nichts. Zack, Hit.
Perfekt. Salmon. Nicht gut, nicht gut. Ich glaube, ich bin hier falsch. Es hat schon wieder was gebissen. Okay, das ist gänzlich anderes Fangverhalten hier. Ah, schade. Fast perfekt. Chub. Das wird nichts, Leute. Das wird nichts. Ich weiß auch nicht, wie sehr ich mich da verspäten darf. Wenn ich jetzt doch tatsächlich so einen Barsch noch fangen sollte. Ein Bream. Okay. Deprimierend. Jetzt ist es schon nach 7, um Gottes Willen. Um Gottes Willen, sage ich euch. Zack, Alge gefangen. Okay, pass auf, ich werfe jetzt noch einmal. Oder? Naja. Hit. Eine Kiste. Kiste bekommen. Chub. Kiste. Knochenflöte. Okay, ich glaube, die haben wir sogar noch gar nicht abgegeben. Ich angel jetzt noch ein bisschen. Ich angel noch ein bisschen. Ich meine, wir haben ja jetzt... die Folge hat noch ein bisschen Zeit. Und ich würde diese Folge gerne mit ins Bett gehen beenden. Und pass auf, ich mache das jetzt mal folgendermaßen. Es ist jetzt inzwischen dunkel. Ich reite jetzt mal hoch. Also, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das jetzt hier mit der Einladung halt einfach nicht mehr klappt. Schade, aber ist halt so. Und ich reite jetzt mal eben hier hoch zur Mine, weil da gibt es ja auch Wasser. Und da sollen abends tatsächlich des Öfteren Aale und so ein Zeug unterwegs sein. Und man muss ja auch irgendwann mal diesen Fischtank-Bundle-Dings angehen. Ja, das heißt, ich gehe da jetzt mal hoch, weil da oben soll eigentlich auch ganz cool sein. Oh, guck mal, großer Vogel. Tut mir natürlich leid, dass ich jetzt der Einladung da nicht gefolgt bin. Ich hoffe, das hat jetzt in keinster Weise irgendwie negative Auswirkungen auf irgendwas. Zack, so, einmal rein damit. Und dann angeln wir hier einfach mal noch ein bisschen. Da haben wir schon lange nicht mehr geangelt, da kann man schon mal machen. So, sieht doch schon ganz gut aus hier. Ah, schade, ganz kurz mal versagt. Bullhead haben wir, glaube ich, auch noch nicht. Zack, Hit. Okay. Ist easy. Perfekt. Noch so ein Bullhead. Max. Sehr schön. Dramatisch, sage ich euch. Dramatisch. Hit. Und ruhiger Fisch hier. Könnte bestimmt Karpfen sein. Tatsache. Wie geil. Ja, einfach mal eingeklinkt, nichts gemacht. Dann passt das schon. So, Alge. Toll. Ein bisschen machen wir noch. Ein bisschen machen wir noch. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Und wenn wir jetzt hier schon mal stehen, ich meine, wir haben es jetzt auch 10 Uhr abends. Da kann man das auch gleich mal nutzen. Oh, da hat kurz daneben gegriffen hier. Fuck, was ist da los? Och Mensch. Hat geklappt. Sehr schön. Schab. Ich werde mal hier ein bisschen die Position verlagern. Vielleicht mal hier so ein bisschen nach unten. Hier liegt ja auch so ein Baumstamm im Wasser oder sowas. Kann ja sein, dass die Aale sich dort verstecken oder die Nachtfische. Ich weiß jetzt auch gar nicht, was hier nachtfischmäßig von mir erwartet wird. Das könnte ich ja bei Gelegenheit mal prüfen. Nach dem Fisch hier. Auch schon wieder so einer, der sich nicht viel bewegt. Karpfen. Sehr schön. Ich guck mal kurz rein. Fischtank. Ist das jetzt hier das letzte? Ne, Bulletin Board haben wir noch. Und Fischtank. Okay, also wir brauchen Night Fish Dings. Eel. Bream haben wir. Wally. Okay. Was haben wir hier noch so? Lakefish. Bullhead haben wir jetzt. Karpfen haben wir. Hier ist dieser Langmundbarsch.
Speciality-Dings hier. Pufferfisch haben wir auf jeden Fall, Sandfisch haben wir auf jeden Fall. Den Rest aktuell noch nicht. Thunfisch, Red Snapper und Tilipa. Um Gottes Willen. Ja, wir wollen noch ein bisschen was zu tun hier. Shad und Tiger Trout haben wir, Catfish haben wir noch nicht. Ich hau da jetzt nochmal die Angel rein hier. Wir probieren das jetzt nochmal. Vielleicht beißt ja dann doch irgendwann mal noch ein Aal oder so. Zack, okay. Naja, Aal, Alge ist auch schon mal ähnliches Kaliber hier. Okay, jetzt kommen hier nur noch Algen. Einen machen wir noch, einen machen wir noch. Hilft ja nichts. Ah, spannend. Hit, alles klar, komm, Fisch. Bewegt sich nicht viel, aber mehr als ein Karpfen irgendwie, glaube ich. Gut, One-Shot. Soll reichen. Ich gehe zum Pferd und reite zur Farm zurück. Ich denke, das war ein, naja, doch sehr gelungener Angelausflug, auch wenn jetzt insgesamt der große, große Zielfisch leider nicht dabei war. Aber gut. Ja, muss man sich dran gewöhnen. Ja. Ist ja im wahren Leben auch nicht anders. It's getting late. Hier ist noch ein bisschen was an Käse fertig. Das mache ich dann morgen. Und dann würde ich sagen, lege ich mich direkt ins Bett. Und ich bin der Meinung, es müsste noch was passieren. Deswegen lasse ich die Abmoderation erstmal noch sein. Und wir gucken es uns an. Und da geht's los. Da geht's los. Das Gewächshaus wird repariert. Und das ist auf jeden Fall eine ziemlich coole Nummer. Und mit diesem wunderschönen Anblick würde ich sagen, bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Stardew Valley. Ich bin der Dicke. Bis dahin.